Ha. Geil, Alter, hier ist ein Pferdchen. Ja, lass gleich mitnehmen. Ich muss zu der tollen schlaffen Brücke. Halbschlaffen Brücke. Das ist die halbschlaffe Brücke. Wer ist das denn? Miau. Hier bauen wir irgendwann mal eine gescheite. Übernimmst du dann? Ja. Hui! Ist aber ein ganz schön kleiner Monster-Spawner, ne? So, ich kletter mal ganz chillig den Berg hoch. Mit meinem Pferd. Komm, Pferdchen. Miau! Miau! Skyrim-Style. Es ist fies, wenn ich mal das Pferd tame, das gerade bei dir nebendran ist. Ja. Gut, habe ich eben gemacht. Eins. Niemand gesehen. Bin oben. Wir sind auch nur 400 Blöcke von denen, 200 Blöcke von denen entfernt, ne? Miau. Könntest du noch ein Gehege bauen für unser Pferd? Ich mach nachher noch einen Pferdestall, aber jetzt Mach muss ich mich erstmal sofort, um wir den Rest sind kümmern. jetzt unterwegs mit den Pferden. Hä, bin ich auf dem falschen Weg? What the fuck? Oh, Alter. fuck! Mein Pferd hat. Moment, ich kann F1 Krebs. ausmachen. So. Mein Pferd hat volles Leben, das ist gut. Und Krebs. Ja, das auch. Ah, das konnte ich leider nicht verhindern, als ich es damals gekauft habe. Dass es Krebs hat. Ja, leider. Muss Du der essen? kaufst Pferde? Ja, ich will ja immer noch Pferdefleisch machen. Mein süßer kleiner Ponyhof. Machst du Lasagne? Ja, Oh auch. ja, man, frische Lasagne, aber nur frische, weil es ist eigene Herstellung. Mit Maggi. Mit deinem Nils, dein Maggi. Haus sieht schon nice aus, muss ich sagen. Na, es ist noch lange nicht fertig. Aber danke. Ich finde mich trotzdem geiler. Ja, es musste sein. Ah, jetzt kann ich mir ein Diaschwert machen. Geil. So, dann gehen wir gleich mal in den Ding rein, ne? Jungs, wäre geil, wenn ihr in der Nähe mal ein bisschen Wald anpflanzen könntet. Wir haben echt, Holz ist echt In den Mangelressource. Häusern haben wir doch Wald und außerdem solltest du das Ganze wieder anpflanzen, wenn du es abhaust. What the fuck, wo kommt das her? Dein Müsst ihr Pferd ist vorstellen, gegangen. in meinem Haus spawnt ein Skelett. In meinem Haus durch die Nacht spawnt Gott, ein Helene Fischer, Skelett. Helene Fisch. Ja, Mann. Er hat's erfasst. Biatch. Ah, jetzt krieg ich Kopfschmerzen wegen dir, danke. Was laberst du? Man braucht keinen Weizen. Helene Fischer-Abwehrmechanismus. Man braucht keinen Weizen, um Pferde Ich zu hasse farmen, oder? Schlager. Nee, warte. Wie ging das nochmal? Hinwerfen, gell? Also, die Sonne muss wirklich bald mal untergehen. Ich will da nicht Erst regen wir uns draufsteigen. auf, dass die Sonne nicht untergeht, jetzt geht die Sonne nicht. Jetzt Ich habe mich regen nie wir uns auf, dass die aufgeregt, wenn Sonne nicht kommt, untergeht. jetzt regen wir uns auf, dass die Sonne nicht mehr abhaut. Teletubbies! Ich wollte irgendwas Produktives sagen. Sehr produktiv, vielen Dank. Gern geschehen. Danke für diesen Kommentar. Ich werde ihn gleich in mein Buch für die Nachwelt eintragen. Ja! Mission, failed. So. Zack, zu Nuggets. So, ich mach mal hier einen Stall für unsere Pferde. Vorerst mal so einen provisorischen Stall. Der richtige kommt ja noch von Nils. Hoffentlich bald. Irgendwann Jo. mal. 5.500 Folgen später. So, Warte. ich bin mit dem Stall fertig. Ficket. Poppet. Poppelt, bis die Nacht einbricht. Atemlos. Durch die Nacht. Wir haben ein drittes Darf ich einen Euro? Pferdchen. Also so ein viertes. Peppi, ich knall deins auch einfach in das Ding rein, ja? Ich knall deins Was, auch was, 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 noch. was, was? Moment. Dein Was Pferdchen wollt ihr kommt auch machen? ins Gehege. In welches Gehege? Dings baut gerade ein provisorisches Gehege. Ja, okay. Du weißt ja, dass dein Alexander Gerhard, dass der da drin ist.
Was geht mit deinem Leben ab? Es wächst. So, alle Pferde sind drinne. Und das eine hängt im Boden fest. Alter, aber der eine mit den Bongos für Mongos, Alter, der ist so geil. Der ist hart assi. Der ist einfach nur geil. Ich hab geheult, Alter, vor Lachen. Ich würde einen anderen Joke finde ich viel besser. Erzähl. Kennst du den einen mit dem Bild da? Einfach ganz kurz. What if the knight with shining armor is just a tin foil in irgendwas? Die Mädchen sagen immer, sie wollen so einen Prinzen haben in glänzender Rüstung und so ein Zeug. Aha. Und dann ist es nur so ein Typ, der sich so eine Rüstung macht, das ist Alufolie. Bald geht die Sonne unter. Face the moon. Peppy feiert schon. Den Nachttanz. Den Nacktanz. Nacktanz. Gell, Peppy? Wir sehen dich schon bald freizügig. Ich frag mich, wie lange es noch mit uns aushält. Ich auch. Ich glaube, das geht voll an die Grenzen. Aber weißt du, das ist wie wenn du in einer Talkshow auftrittst bei uns. Du darfst nur lustiger. Oh, Alex, hat ich heute das Talkshow-Gespräch oder war das gestern? Ja, den Talkshow-Moderator. Ja. Das ist halt nur schlimmer. Verdammt, ich hätte die ganze Zeit fischen können mit einer Angel. Und was ist? Ich habe mir irgendein doofes Video angeguckt. Während der Aufnahme. Ja, ich nehme ja nicht auf. Jan verhungerte. Gut, Jan, also ich gehe jetzt gleich los in Never. Ich gehe jetzt angeln. Mit meinem Köder Zweiteil. Alex, willst du jetzt mit oder nicht? Ja, ich muss nur kurz den Stall weiter ausbauen, weil das einzige Problem, was ich habe, ist... Ja, das auch, dass dein Penis einfach zu klein ist. Für das, wofür er eigentlich da ist. Er meinte deinen, Alex. Nein, oh. Der meinte definitiv seinen eigenen. Für was ist Köder 2 eigentlich gut? Ja, Fische, schneller. Ah, oh, nee, nicht ernsthaft. Ich habe ein Chunk-Backloch, wodurch sehr schlecht damit da wegbewegen Alter, konnte. Ich bin gerade so am Improvisieren hier oben. Gut, also weniger improvisieren, mehr Leistungsarbeit bitte. Dankeschön. Verzauberung, was haben wir denn? Ich nehme mal hier alles raus, was man irgendwann. Göder, die Anzeige gefangener Fische. Tak. Ich räume jetzt mal alles, was wir da so haben, in eine Kiste bei mir rein, weil. Weil halt. Heil. So, halt. Provisorischer Stall ist fertig. Blume. Nur noch das Reinkommen wird noch ein bisschen schwierig, aber das machen wir jetzt einfach so. Das nehme ich mit. Den Eimer nehme ich mit, Sticks nehme ich mit, Steinziegel. So, meine Slimeballs spawn. Auch mitnehmen. Ich räume jetzt nämlich die Kisten mal kurz leer. Alex, wie lange brauchst du noch? Bin gleich fertig, warte. Ihr sollt spawnen. Denkst du, Peppy hat einen Schaden? Ich weiß ja nicht. Er will Gegner. Gegnerz. Ah, da ist einer, da ist einer. Immer diese Probleme mit den Ignaz. Und jetzt Close Ignaz. Combat mit dem Slimeball. Wir hatten mal einen Luca Ignaz in der Klasse, wir haben ihn immer Iggy genannt. Okay, ich habe schon zwei Slimeballs. I still don't give a fuck about. Da ist noch was? Kubi war was. Eben bei mir. Achso, du hast ihn einfach gekillt. Er hat mich angefangen zu schlagen, dann habe ich ihn gekillt. Achso, also hat er sozusagen einen Grund dir geliefert. Er hat mir einen ziemlich. Weil wir wollen ja nicht wieder beklagt, angeschöpft werden, weil wir irgendwas machen, was andere Leute nicht tolerieren. Ich hab 4 Slimeballs. Oh, ne Witch. Was, ne Bitch? Ja, ne Witch-Bitch. Ich hab sogar extra einen Hashtag vorgesetzt, ne? Ja. Also, der provisorische Stall ist fertig. Und jetzt sogar nochmal verbessert worden, weil er war scheiße. Also Hashtag erstmal scheiße bauen. Ah, Zucker, Zucker rein,
Rohes Hühnchen kann auch rein. Fichtenholz. So, dann erstmal alles entleeren, was ich nicht okay, mehr brauche. Leute, ich habe 8 Slime Balls, das sollte reichen. Fürs erste, oh. Ne? Koordinaten. Gut, also ich bin bereit loszulaufen. Oh, geht. Moment, ich hole mir noch kurz gut 2-5 Stacks Stein. Ich mach kurz meinen Helm wieder neu, weil der hat gar nichts mehr. Hat jemand ein Level? Hat jemand einen einzigen Level? Ich hab 11. Oh, ich auch 11. High five, Alex. Will jemand einfach 2 Level für mich schnell opfern? Was krieg ich dafür? Ja, keine Ahnung. Ich hab 17 Level, deswegen ist meine Level wertvoller, deswegen. Stimmt, kurz, ich will ja kurz gleich mit einem, noch. Mit einem Level, kurz meinen zwei Eisenteile bei mir enchanten. Kann jemand mir Koordinaten sagen? 50 minus 150. Gib. Da. Oh, ich hab ein Dorf gefunden. Echt? Nice. Alter, Peppi, wo muss ich hingehen zum Enchanten? Hier ist ein Chat. Oh, Peppi, du hast das Enchanting Table, ne? Ja. Ja, wunderbar. Gut, okay, dann egal, dann gib mir die Sahne aber zurück, dann gehen wir so los. werf's aber auf den Boden, ich bin da. Da ist ein Creeper in dem Haus. Ja, Standard. Das habe ich bei mir zu Hause auch. Sicherer. Kommt keiner rein. Okay. Hast du mir die gegeben? Du hast 5 Minuten, sie draußen zu sammeln. Ja, die 5 Minuten sind ziemlich gut, ne? Multiplayer schwer, 5 Minuten despawn. Ich hab grad. Zack, weg. Nice fart. So, 50. Was hast war du das? Zufällig 7 Eier? Also bei der nee, Hühnerfarm. Ich hab nur 2, sorry. Was war das? 12. Und 2 Druckplatten. Gut, dann gib mir mal 7. Das reicht dicke. Was waren das für Koordinaten nochmal? Alter, ernsthaft? Ja, Mann. Hey, Alex. Alex, hier, minus 50, nee, einmal, 50 minus 150, Alex. Du sollst mir geben, nicht abwerfen. Das war Dude, ey, ich mach mir jetzt Kürbiskuchen. Da, hast du noch eins. Oh Gott, wird das lange dauern. Alex. Was? Okay, warte. Ich hab voll den unnützen Plan, ey, ernsthaft. Warte. Oh mein Gott, so, oh mein Gott, wir müssen Dorf. Mal das Feld abfarmen. Hier ist so ein Dorf unnütz. Neben einem Dorf. Alter, geil. Jetzt weißt du, was wir hätten. Das ist eine Dorf. Das ist ein Doof. Das ist eine Dorf. Nein, das ist ein Doof. Heute wurden nämlich internationale Mathegesetze verabschiedet. Oh, hey, Dorfbewohner, ich klau mir mal all deine Bücherregale. Alex, komm mal kurz her. Schnell. Das Blöde ist, ich find's einfach nur lustig. Scheiße. Na? Nicht reinlaufen. Verdammt. Und? Weißt du nicht, an was ich da gerade denke? Ich weiß schon, aber ich will es nicht aussprechen. Penis! Ja. Penisbruch. Er ist so niveauvoll. Das musste kurz sein. Es loot ich noch Kartoffeln und Karotten von den Verältern, damit die nichts bekommen, falls das doch noch jemand findet. Ja, obwohl das nimm einfach alles mit. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass hier irgendjemand 13 ist so Kürbiskuchen. Weit... Huren? Ja, Kürbiskuchen. Also, gehen wir jetzt eigentlich rein oder willst du da nicht mit? Und noch 6 Steak plus nochmal 7 Steak. Ich bin ausgestattet. Okay, wir können gehen. Die ist aus meiner Rüstung, ja, die ist einigermaßen kaputt, warte. Ich nehme noch 2 Spitzhacken mit, sicherheitshalber. Kein Skelett, ein Skelett auf dem Dach. Ich höre einen Enderman. Enderdragon. Hört ja, genau, du hörst einen Enderdragon. Hört ihr auch manchmal Enderdragon? Ja, das ist so eine Underground-Metal-Band, seit ich weiß. What? Voll Underground, die Metal-Band. What?